Hallo, liebe Gemeinde. Freue mich, heute bei euch zu sein. Ist jetzt nicht mein erster Hanftag. Ich glaube, ein paar alte Gesichter sehe ich hier auch schon. Das erste Mal war 2003. Und da kam damals der Politiker Hans-Christian Ströbele auf den Marienplatz. Und wir hatten ein Polizeiaufgebot damals. Das könnt ihr euch, oder vielleicht könnt ihr es euch schon vorstellen. Denn wir hatten ja letzte Woche auch die IAA in München. Und damals lief dann der legendäre Satz dann auch über den Äther, und ich darf ihn euch zitieren: Gebt das Hanf frei! Es ist ein langer Kampf mit euch gemeinsam jetzt über so viele Jahre. Aber auch die Serie hat es zu Recht gesagt, es gibt jetzt endlich die Chance bei dieser Bundestagswahl, dass wir politische Mehrheiten nicht nur für eine Entkriminalisierung von Cannabis, sondern für wirklichen Fortschritt, auch für eine Freigabe, für eine kontrollierte Legalisierung, für eine vernunftbegabte Drogenpolitik, für das Ende der Verbotspolitik der CSU organisieren. Und dafür brauchen wir eure Stimmen am 26. September. Und ich bin auch jemand, der versucht hat, das Thema Cannabis-Legalisierung ja kulturell aufzurollen. Ich habe übrigens auch immer in allen Interviews zugegeben, dass ich kiffe. Ich kiffe, das ist nichts Schlimmes, das darf man sagen. Und wie oft man das macht und in welcher Form, das gehört zur Mündigkeit der Menschen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Vorteile der Cannabis-Legalisierung. Ich bin ja Wirtschaftspolitiker im Deutschen Bundestag und politischer Aktivist seit vielen Jahren. Zum Beispiel auch wirtschaftliche. Stellt euch mal vor, was die Landwirte in Bayern machen könnten, wenn wir endlich die Möglichkeit hätten, Cannabis auf unseren Feldern anzubauen, wie es schon vor 100 Jahren gewesen ist. Bayern war schon immer in der Tradition ein cannabinoider Staat. Das Bier und Cannabis gehören zur gleichen Pflanze. Und diese Tradition müssen wir für die Landwirtschaft, für Produkte im Textilbereich, für Dämmstoffe, für all die Möglichkeiten, die man ja in den USA, anderen Staaten der Welt schon sieht, wieder zurückholen. Also es macht auch wirtschaftlich Sinn, Cannabis freizugeben. Man kann damit nämlich nicht nur beim Dealen, sondern vor allem auch bei guten Produkten Geld verdienen. Und es ist eine Pflanze, die unglaublich ökologisches Potenzial hat, 5-mal im Jahr nachwachsen kann. Verdammt nochmal, warum ist diese CSU-Ideologie immer noch da, dass wir Cannabis nicht legalisiert haben? Damit muss endlich Schluss sein nach dem 26. Und wir haben diskutiert über die Jahre auch mit der Justiz und den Polizistinnen und Polizisten. Und ich sage übrigens ganz herzliches Grüß Gott an die Polizei auch heute, dass ihr hier seid. Ich finde es gut und ich weiß, dass auch die Polizei einen weiten Weg gegangen ist. Ich kenne viele Vorfälle aus der Vergangenheit, wo Kleinstkonsumentinnen auch kriminalisiert und drangsaliert wurden. Aber am Ende war das immer der Job, den die Polizei ja auch von der Politik bekommen hat, insbesondere von der CSU. Heute sind viele Polizistinnen und Polizisten, viele in der Justiz auf unserer Seite und sagen, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir unsere Tätigkeit dafür einsetzen, jemanden zum Beispiel zu verfolgen, der mit 0,1 Gramm dann vom Staatsdienst ausgeschlossen wird, wie es einer Lehrerin in Augsburg passiert ist. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir Führerscheinkontrolle machen bei jungen Konsumentinnen, die mit 18, 19 Jahren eine Woche vorher mal was gekifft haben und dann ihren Führerschein verlieren. Das ist doch einfach eine Verbots- und Drangsalierungspolitik, die nutzt doch niemanden außer der Ideologie von wenigen Querköpfen in der Union. Das muss ein Ende haben. Und deswegen blicke ich hoffnungsvoll auf den 26. September. Die Grünen, auch die FDP, auch die Linke haben es in ihrem Parteiprogramm, fair enough, auch die Piraten, die hier sind. Ich glaube, die werden es nicht ganz schaffen, das in den Bundestag zu kommen, aber ich finde es gut, dass ihr euch einsetzt. Ich finde es auch gut, dass bei der SPD die Jusos da vorangehen. Wäre gut, wenn der Olaf Scholz da auch mal was zu sagt. Aber ich will auch noch mal was zur Wahl sagen am 26. September. Man kann viele taktische Argumente finden, warum und nicht und wer und wie. Ich argumentiere relativ schlicht, warum ich die gute Wahl bin auch als Direktkandidat für den Wahlkreis München-West-Mitte. Das Erste ist, ihr habt hier einen Kandidaten, der für den Klimaschutz und für die Cannabis-Legalisierung seit vielen Jahren sehr konsequent eintritt. Das Zweite ist, und das glaube ich, dass viele Umfragen das auch zeigen, wenn man die CSU schlagen will, dann muss man auch die unterstützen, die es vielleicht am besten können. Und das wird bei dieser Wahl
glaube ich, im Wahlkreis München-West Bündnis 90 Die Grünen sein. Also es wird eine spannende Wahl. Trefft eure Entscheidung aus dem Herzen, aus dem grünen Herzen, wenn es nach mir geht. Cannabis ist ja auch eine grüne Pflanze. In dem Sinne danke ich euch, dass ihr da seid und bin noch ein bisschen da und für eure Fragen da. Dankeschön.